Hallo Leute, ja, wir wollen von Limbach nach Überlingen heute die Gleisanlage verlängern, hier einen Hafen hinmachen, genau, einen Bahnhof hinmachen. Und ja, das ist unsere Aufgabe und da müssen wir mal gucken, wo die nächsten Passagiere ist. Wir wollten ja hier unten vielleicht nach Lückenwalde, ja, vielleicht auch verlängern. Mal gucken, mal schauen, was wir da machen. Erstmal schaut ihr das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, das heißt, wir werden jetzt hier überlegen. Durchfahren wir nicht. Ich denke, wir fangen von hier an und fahren dann darüber. Kommen hier nachher mit dem Bahnhof an. Genau, das machen wir mal so. Dann wollen wir da die Gleise haben. Fangen hier an und gehen hier los. Können wir das so? Aber warte mal, wir machen mal bis dahin. Und von da aus können wir bestimmt direkt rüber ziehen, oder? Machen wir bis dahin und dann passt das, oder? Er hat funktioniert. Dann brauchen wir noch einen Bahnhof. Dieses Gleis. Ein Zweierbahnhof dahin. Und dann müssen wir die Linie haben, die wir da umändern, ne? Verbindung. Und da haben wir Personenzug, Limbach. Gut, das bedeutet, wir fahren damit erstmal dann dahin noch. Fürstenwalde ist nicht der Ort, den wir brauchen. Limbach. Lefel, dann kommen wir nach Limbach. Das heißt, wir müssten. Ach so, warte mal, Fahrplan. Ich mach das nochmal zu. Wir müssten von Limbach hinzufügen machen. Nach da. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Also da Überlingen natürlich nicht dahin gemacht. Weil wir, ah, wir müssen einfügen machen. Hier müssen wir einfügen machen. Dann klappt das auch mit unseren Haltestellen wahrscheinlich. Aber das hat er natürlich nicht gemacht. So, jetzt. Leinfelden, Limbach, Überlingen, Limbach, Leinfelden, Fürstenwalde. Ich glaube, jetzt ist richtig. Jetzt können wir hier nochmal auf 20% machen mit Wartezeit 15 Stunden. So. Das gleiche machen wir hier auch. Und dann fährt er, hoffentlich. Wo fährt er hin? Er hat 21 Passagiere. Aber ich glaube, der fährt noch geradeaus, ne? Ja. Gut, dann ist das erstmal geklärt. Er müsste jetzt hier auch wunderbar lang fahren. Und irgendwann können wir diese Kutsche dann hier auflösen, weil der muss ja gar nicht mehr dahin fahren, ne? 52 Passagiere sind da zurzeit. Wenn ich jetzt Fahrzeugdetails hier auf Ausmustern klicke. Dann müsste das ja nachher klappen. Wie sieht das hier mit einer Linie aus? Sind wir da mit irgendeiner hier Leifeld? Das können wir schon mal löschen. Linie löschen. Haben wir noch welche, die wir löschen können? Nein. Gut, dann ist das schon mal geklärt. Ja. Nicht laden, ausmustern, das passt schon mal. So, und dann wäre jetzt die nächste Überlegung gewesen, schließen wir Lückenwalde an oder nicht? Wie viele Passagiere stehen denn hier so in Lückenwalde? 51. Davon wollen 10 nach Überlingen. Ist das Via Menge besser? Ich glaube, Via Menge ist besser, ne? Nach Überlingen wollen 25. Über Überlingen wollen nochmal 13. Das sind also 38. Zu Burg wollen dann noch 4. Ja, die Burg wäre dann nicht mehr angeschlossen in dem Sinne. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wer zu Burg fährt. Fahrplan. Hier. Nein, da fährt niemand. Ich glaube, es gibt hier unten in Lückenfelde dann eine Kutsche wahrscheinlich, ne? Ja,
Die fahren zu Burgen. Okay, das heißt, das mit der Burg ist dann von hier aus zu lösen. Der fährt nach da und nach da, dann ist das erstmal gut. Ich denke, dadurch, dass wir hier diese Attraktion haben, machen wir jetzt auch die Linie da noch länger. Das macht noch Sinn. Den haben wir auf nicht laden. Das heißt, der kommt hier hin. Das war Überlingen. Den können wir zumachen. Und wir machen jetzt hier die Linie dann da für Züge noch weiter. So, und das ist von hier mal losgeschickt. Mach das mal erstmal so. Kriegen wir das einfach von da? Hat er natürlich nicht so genommen, wie ich das wollte. Ach komm, dann mal erst so. So. Hier kommen wir so rüber, ne? Genau. Passt dann. Das bedeutet, wir müssen schon wieder die Linie anpassen. Passagierzug hier. Fahrplan. Und diesmal ist es einfügen das Richtige und wir gehen von Überlingen. Fügen wir dann ein nach. Ach, kein Bahnhof gebaut, ne? Super. Dann machen wir hier den Bahnhof hin. Und machen dann hier aus dem Fenster einfügen raus, dahin. Und von dem Bahnhof geht es dann wieder nach da. Das hat dann nicht funktioniert, ne? Leinfeld, Limbach, Ludwig, Luckenwalde, Überlingen, Limbach. Ne, hier ist jetzt was falsch gelaufen, glaube ich, ne? So, wir fangen in Leinfeld an. Fahren nach Fürstenwalde, dann fahren wir wieder nach Leinfeld. Dann fahren wir nach Limbach. Dann fahren wir nach Überlingen. Von Überlingen fahren wir nach Luckenwalde. Das ist da. Von Luckenwalde fahren wir wieder nach Überlingen. Und dann nach Limbach und dann nach Leinfeld. Und dann nach Fürstenwalde. Jetzt ist, glaube ich, richtig. So, wir machen hier das gleiche wie bei den anderen auch. In der Hoffnung, dass das dann alles so richtig ist. Habe ich hier 20 gemacht? Nein, habe ich nur 1% gemacht. So. So, und er fährt ja auch wunderbar jetzt gerade hier mit 17 Passagieren. Entweder zeitlich hat er es geschafft, aber 20% sind 12, das heißt, er ist auch schon deswegen gefahren. Gut, das war jetzt der erste Zug, den wir komplett hier oben haben, ne? Burgen werden per Zug hier angesteuert. Ist jetzt hier gerade eine Kutsche unterwegs? Ich glaube nicht. Das ist die Kutsche Burgen. Wo ist denn die andere Kutsche dann? Ah, die ist da. Und Fahrzeugdetails ausmustern, wenn leer. Ne? Der andere ist schon weg. Zug fährt, alles ist gut. Das war Burgen, die bleiben so. Jetzt ist dann die Frage, wie sieht es jetzt hier aus? 25 Überlingen, 7 Überlingen, Limbach, Luckenwalde, die wollen ja alle weg hier. 6 zu Burg, okay, das passt mit der Kutsche. Jetzt nur die Frage, wie wir stehen hier. Oh, da stehen 27. Na, das ist dann ja schon mal was. Und hier stehen nochmal 6. Das bedeutet, auf der Dingens, den wollen wir mal nicht laden, behalten im Auge und dann setzen wir den nachher auf die Burglinie mit drauf. Ist das hier angeschlossen? Nee, ne? Jetzt ist es angeschlossen, oder? Ich glaube, da müssen wir noch mal kontrollieren. Na, findet keinen Weg mehr, kommen nachher, ne? Aber jetzt sieht's gut aus, oder? Die Verbindung ist da und der Zug fährt da gerade auch. Der lädt jetzt auch schon fast voll sogar. Okay.
Das können wir zumachen. Also der hat es hier geschafft. Da stehen jetzt noch Neumark, Neufelden. Okay, das waren die 10, die in die andere Richtung wollen. Und die 13 sind mit dem Dingens abzuholen. Ich sag schon, mit einer Kutsche abzuholen. Und da ist nur eine drauf, ne? Und die fährt miese ein, okay. Wie alle Kutschen wahrscheinlich miese einfahren, ne? Oder wie war das? Das heißt, wir müssen nachher mal gucken, wie wir da weiterkommen mit Kutschen hier überhaupt. Vielleicht müssen wir da dann nur noch nachher Dingens hinmachen, weil hier stehen 49, ne? Die holt keine Kutsche ab. Ich glaube, wir müssen da noch weiter ausbauen dann. So, Zug ist schon hier unterwegs, sehr schön. Fährt dann hier hin. Hier stehen 61 Passagiere. 9 davon nach Luckenwalde. Und zum Rathaus noch 5. Über, ach so, die wollen dann zu den Burgen wahrscheinlich hin. Ja, das sind 14, das heißt, der Zug fährt auch weiter. Werden wir jetzt sehen, ne? Zug ist hier unten. Ah, okay, der hatte ja noch welche drin von den anderen Standorten wahrscheinlich, ne? 11 wollen zu den Burgen. Passt. Das ist erstmal gut. Hat der schon entladen? Nein, hat er noch nicht. Das heißt, wir lassen mal schneller laufen. Wenn der dann gleich da ist. Guck mal, da kommt der Zug sogar eher an wie die Kutsche. Ja, Überlingenburg, da haben wir es gerade gesehen, ne? 18. Das heißt, es wird auch ganz wichtig sein, die Kutsche da gleich zu haben. So, und jetzt kriegt er Fahrplanänderung. Stadtbus war das Luckenwalde, ne? Luckenwalde Burgen. So, ich glaube, das haben die geändert, ne? Früher stand da eine weiter nicht laden und das ist jetzt mit Umswitchen auf die Linie wohl besser geworden. Hier ist jetzt der Luckenwalder Bahnhof. Warte mal, lass mal gerade gucken. Hat er Fahrgäste? Nee, dann soll er Fahrplan. Fahr mal zurück, dann nimmst du mir sofort Gäste auf, indem du nicht die lange Fahrt dahin machst. Hier unten, der ist wunderbar am Fahren mit 41 Fahrgästen. Aber allerdings sind hier immer noch Gewinn minus 900, sonst was. Wie sieht's denn aus, wenn er hier ankommt? Hat er dann Plus? Nee, hat er noch nicht. Und ist tatsächlich jetzt voll. Und 9 stehen da noch, die noch weiter hätten wollen. Und hier stehen ja auch noch welche. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir hier auf Fahrzeugdetails gehen, nicht laden und dann schicken wir den gleich einmal ins Depot zum mehr Anhänger dran, oder? Ich glaube, einer geht da auf jeden Fall noch dran, ohne dass wir irgendwie ein Problem haben mit der Haltestellen, oder? Zum Depot. Nicht laden können wir wieder ausmachen. Gehen ins Depot und hängen dann noch einen dran. Wo mussten wir klicken? Hier? Ne, ich glaube hier, ne? Ja, da ist er. Oh ne, er hat halt Länge 3 dann. Na super. Starten. So, das dann halt Länge 4. Ach ne, das wollte ich jetzt nicht.
starte den mal. Und hier machen wir gerade den vor, verkaufen wir gerade. Genau, dann haben wir den wieder rein. Hochholzug ist wieder unterwegs. Verlässt Depot. Wir müssen den aber gerade dahin schicken, wo er gerade zuletzt war zum Aufnehmen. Das ist Limbach. Aber das zweite Limbach. Da. Jetzt dreht er. So, und jetzt müssen wir schnell noch die Bahnhöfe verlängern. Ich glaube, jetzt können wir doppelt so viel mitnehmen, was vielleicht auch nicht verkehrt ist, ne? Passt. Depot erreicht, ist klar. Zug kommt gerade an. Und fast 10 Passagiere. Und jetzt sind die 10%, 20% natürlich 24 Fahrgäste. Ne? Mm. Lass mal gerade schneller laufen. Wie viel? 13. Vielleicht sollten wir die Linie nochmal bearbeiten und jetzt nur noch 10%, obwohl 10% ist auch heavy, ne? Dann, dann wird das mit den Pluszahlen, glaube ich, nie so richtig toll werden, oder? Obwohl Fahrzeugdetails, ich glaube, die Kosten sind am meisten in der Lok, ne? Steht das hier nicht? Kann ich hier nicht sehen. Kilometerstand. Ah, das kann ich hier wahrscheinlich sehen. 9 Cent den Kilometer oder was es auch immer ist für eine Einheit. Und so ein Waggon. Oh, der kostet sogar am meisten. Ich hätte jetzt gedacht, die Lok kostet am meisten. Das war ja jetzt unlogisch, oder? Komisch. Lass mal gerade schneller laufen, ob die 24, wie lange die dauern. Die Passagiere kommen ja jetzt auch an den anderen Stationen angelaufen, ne? Also so schlimm ist es nicht. Er wartet jetzt wahrscheinlich hier einmal vor allem lange, ne? Aber jetzt ist auch die Zeit rum, okay? Ja, wir hatten ja auch den Zeitfaktor drin, ne? Dann ist das ja auch alles gut. Er würde dann halt nur sofort losfahren, wenn er genug Passagiere hat, die er weiterbringt, ne? Neumarkt, okay, das ist, da müssen wir noch Kutsche drauf haben noch. Fürstenwalde sind hier unten, einfach nur 4 Gäste. Fährt er gleich durch, das ist die Frage, aber müsste er, weil er so viel in dem Dingens hat, oder? Oder wollten die alle nur hier hin? Ach, die wollten alle nur hier hin. Achte hat er, ja. Da ist die Zeit rum und dann fährt er weiter, ne? Okay, das ist schon sehr viel Zeit, die da vergeht. Hier müsste er eigentlich durchstarten, oder? Ja, macht er auch. Wie viel hat er drin? 58, das ist der halbe Zug. Also 60 war schon klar, ne, dass das zu knapp wird. So, das haben wir schon wohl offen. Da sind die meisten hier natürlich von Neumarkt unterwegs, ne? Was macht der Zug, wenn er da ankommt? Fährt er durch oder 58 hat er dann? Entlädt jetzt und hat 79. Okay, fährt er sofort durch. Hier stehen Neumarkt 49 Passagiere, ne? Wir stehen hier für Neumarkt. Nochmal 10. Ich glaube, es wird so sein, dass es Sinn macht, da doch noch eine Linie darüber zu fahren mit. Das mit den Kutschen, das wird zu heavy sein. Könnte natürlich in der Ecke Abkürzung, indem man eine Brücke baut. Aber ob das lohnt? Ich glaube, wir machen da eine Linie mit Gleisen hin.
Gut, würde aber sagen, wenn man erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 101. Fast voll der Zug. Lohnt sich.